Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge, glaube ich, ist es von Let's Play Krosek. Ja, ich nehme die Folge jetzt relativ spontan. Wo sind die hin? Wir müssen rum. Relativ spontan, eigentlich wollte ich die so aufnehmen. Aber. Moment. Sie einfach weg. Puff. Weg. Ja gut. Dann wird das jetzt mal die siebte Folge. Ein klein bisschen. So. Wirtschaftsfolge eigentlich. Stellen wir den Timer. Das ist ja jetzt kacke, dass die jetzt weg sind. Oh, wir können ein bisschen beschneiden eigentlich. Da müssen wir dann nochmal packen. Gott, dann muss ich ja alles wieder kaufen. Bleibt das dann doch nicht, dass ich noch mal kurz wieder schon noch die alte Folge aufnehmen kann. Nur die Schneekanonen sind auch alle weg. Es scheint mir so, als hätte das alle uns resettet. Wieder kaufen. Das gehört mich jetzt ein bisschen an. Ich habe mir den mal hier zu. Die Pershidos. Die ganzen Schneekanonen, die wir im Livestream aufgestellt haben. For the Cuts. Ich weiß gar nicht, was sie machen sollen. Ich mal gegen den Shido rennen. Okay, ich habe ein bisschen ruhiger heute. Würde ich sagen. Was das für eine heutige Folge? Nein, Spaß. Die Zufriedenheit ist sehr hoch. Wir können die Zeit ein klein bisschen vorspulen. Zu teuer. Du schon wieder mal weg. Gottes Willen. Wo ist der Hof zu fahren? Ja. Fahren wir einfach mal den Hof. Das ist schon ziemlich ärgerlich, muss man schon sagen. Das ist das einfach, die ganze Monster im Back. Die Losch. Oh mein Gott, heute war erster Schultag, bin ein bisschen AFK. Das war Dragon AFK. Hier. Na,
Jetzt haben wir schon ganz zwei Zwerge gefunden. Beziehungsweise ich hatte den ersten Bösen mit zwei Zwerge auch zusammen. Wir könnten, ja stimmt, das könnten wir machen, weil die Trasse von der auf jeden Fall von der 8. Das Fundament ist noch da ausgerichtet, also würde ich meinen, dass es da hoch geht. Ja, fahren wir mal hoch. So, geradeaus. So, da wo der Posten steht, wird da von rechts über die erste Stütze. Nicht den Kunden machen. Das sind hier sehr Cyberplan. Jetzt hier geradeaus. Über die Piste. Reichen. Und hier gibt es nur noch mal theoretisch mit dem Bein ganz gerade gehen. Und hier hinten könnten wir eigentlich rein theoretisch mit das Tor ein bisschen höher machen. Hat die Map überhaupt Map-Grenzen? Ja, fünf Schnee. Das hat ja das bei mir schon gut gemacht. Dann gibt es Map-Grenzen. Jetzt da drüben so komplett neu. Alter, wie weit das geht. Ja. Gut. Jetzt sieht man mal die Kulissen von der Großeck, hinter Großeck. Ganz schön. Musik, ne? Musik. Vielleicht bekommt der Profi in der V2 und eine Korn. Das wäre richtig geil. Eine Leute, also. Hier sieht man es. Das da. Nicht komplett. Gerade nicht komplett. Beziehungsweise, wenn die vorhanden sind. Aber es hat er trotzdem. Trotz der Kontrollisten relativ schlecht bei mir sind. Das ist eigentlich schon eine ziemlich reife Leistung. Vielleicht probieren wir vielleicht noch ein bisschen in den Stream. Ich habe ziemlich Bock drauf. So. Sieht aus, Auslastung 50%. Okay. Und wir müssen gucken, dass unser Parkplatz angeräumt ist. Also. Also. Nehmen wir uns mal hier hin und fangen schon ein bisschen die Geräte zu platzieren. Und bei uns draußen windet es ganz schön und gegen Ende der Woche, gute Nachrichten für alle, die Schnee mögen, unter anderem ich, gibt es bei uns einen, also zumindest mal bei mir, da wo ich wohne, einen Temperatursturz von 0 Grad in der Nacht, das ist nochmal ein Zwerg, vielleicht bald, von minus 14 Grad. Gerade in der Nacht, Tendenz sinkend, das sollte in der Nacht kälter. Und jetzt müssen wir gucken, was haben wir denn hier? Fahrzeuge? Eigentlich. Schneefräse könnten uns auch natürlich auch die Börder kaufen, die dicke Börder. Aber wir haben natürlich keinen Pass, deshalb. Ja. Das hätte ich auch noch cool finden. Gut, wir haben hier den Schneeschalter und den Schneeding. Das würde ich echt auch noch cool finden, wenn mal das AMT oder so, falls jemand, der im AMT ist, zuschaut. Zumindest mal so ein Hedgehog. Dass man so eine Map hat, quasi mit einem Pass, mit dem Anfang und dem Ende, den man dann frei hat. Und man so auf der einen Seite so hat, so einen Berg, und auf der einen Seite schicke ich das online, die dann mit einem Pass verbunden sind. Da hat hier die Werder eigentlich ziemlich gut reingepassen, weil so gut Flachland. Oh Gott. Das sind die Auswertungen von Folien. Und halt hier im Tal unten lohnt sich die Platte jetzt eher nicht. Weil es ja nur so viel Schnee hat. Versuchen wir jetzt nicht das Schild zu touchieren.
Ganz elegant rumgefahren. Und ganz elegant festgefahren. Oh mein Gott, mein Talent für Fels anbauen. Beide beladen, toll. Ja. Puh. Dann machen wir auch das Tor an. Dornen. Nehmen wir uns die Schneekiste oder die Schneekiste. Ich würde ja fast gerne beides nehmen, aber mit dem Streuer. Obwohl, wir brauchen überhaupt das Streuer. Das ist jetzt auch wieder die Frage. Ich glaube nicht, weil dafür gibt es dann, würde ich mir dann hier den. Gottes Willen, jetzt schlägt gerade mit dem Hammer irgendwas rein. Aber klopft. In diesem Winterdienst hier auf dem Allgemodding-TV könnten wir uns jetzt sogar schon kaufen. Würde ich aber jetzt ein bisschen später machen. Und hier hinten noch die Fräse drin. So. Toll. Elegant gemacht. Mal, wenn wir hier das. Fahren wir erstmal hier raus. Keinen Bock. Ja, ja. Das Gelb. Glaub mal. Oh, nein, das ist Skill. Talent. Talent. Für Fail. Oh. Also, nur zur Info, ich hab's gerade nicht drauf. So, ja, das sind jetzt auch. Beziehungsweise, ich hab's nicht drauf. Ich weiß es nicht. Wann es liegt. Ein bisschen. Macht irgendwie gerade echt keinen Spaß aufzunehmen. Gott, das will jetzt stemmen. Jedes Schild. Ja, genau. Toll. Schild mal hier abstellen. So. So. Jetzt unser. Boah, und da liegt sie wieder. Unser kleines Schneemann-Kit. Bleibt
schon. Ich kenne das Programm. Ich mag die Map, aber ich sage schon ein bisschen okay. Obwohl sie mich gerade mehr Kummer als Freude bereitet. Das ist doch schon sehr schön. Mal gucken, ob wir überhaupt dann da durchkommen. Und die Folge ist eigentlich schon vorbei, aber ich mache noch kurz ein klein bisschen länger. Beziehungsweise 15 Minuten sind vorbei. Hat mein Timer schlägt Alarm. Nein. Egal, Vollgas und durch, so schaut's aus. So wird's gemacht. Macht durch das. Gut. Aber irgendwie habe ich jetzt mehr Lust mal nach diesem Winterdienst davon. So. Um Gottes Willen hat der da einen. Lass mal gleich. Macht's nicht so wie ich. Und er hat schon mal ein paar Punkte umleuchten. Ich schaffe es. Ich gehe mal da mal ein bisschen rein, wo es nicht so lang. Jetzt läuft es aber schon fast. So. Und dann schön das Seitenschild, wo wir dann hier schon die Pfosten ausräumen können. Das hier ist auch so eine Laterne. So. Genau. Würde ich sagen. Ey, du hast die Scheibe eingeschlagen. Ah ne, ist angefangen. Sieht so aus, als wäre sie eingeschlagen. Würde ich sagen, verabschiede ich mich mit diesem Bild und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.